Ihr habt eingeschaltet. Warum? Wahrscheinlich, weil ihr wollt wissen, wie sieht aus in Brisbane und Fraser Island. Wir nehmen euch mit. Wir sind David und Melinda. Und in die zweite Teil, ihr könnt auch noch sehen, wie geht ganze Strecke wieder runter bis in Outback. Viel Spaß! Ja, wir haben es geschafft. Nach Nossa. Nossa zählt so ein bisschen als das Saint-Tropez Australiens, also nicht unbedingt unser Ziel. Aber hier gibt es einen schönen Nationalpark und auf Fraser Island ist hier ganz in der Nähe. Und jetzt gehen wir erstmal zum Nationalpark. Und dann auch nochmal ein bisschen baden, weil hier sind die Strände auch sehr schön. Auch mal erledigt. Die erste Spinne in Australien gesehen. Gott sei Dank nicht in unserem Van. Und hier draußen im Nationalpark können die auch bleiben. Wir kommen die besuchen. Und dann haben wir alle keinen Stress. Die hat keinen Stress, weil sie keiner totrampelt oder irgendwie rausschmeißt. Und wir haben keinen Stress. Also ist cool. So, am Ende der Welt haben wir noch Freunde getroffen. Melindas Freunde aus Mannheim. Hallo! Moin! Jahren UNESCO-Weltnaturerbe und auf der ganzen Insel gibt es gerade mal eine Handvoll Hotels oder Hostels. Es leben 300 Menschen auf dieser Insel und 4 Aborigines. Die Geschichte dieser Insel ist aber, dass die Aborigines früher natürlich in einer größeren Anzahl hier gelebt haben und als dann die ersten Siedler aus Großbritannien hergekommen sind, man die Aborigines wie natürlich auch im Rest von Australien zurückgedrängt hat, vertrieben hat, teilweise sogar Jagd auf diese Aborigines gemacht hat. Und wir merken, dass im Moment in Australien noch nicht so eine große Erinnerungskultur gelebt wird und es wird sehr oberflächlich mit dem Thema umgegangen, was das Thema Aborigines oder auch Siedlungen hier angegangen, wie das Thema hier so angegangen wird. Also man sieht die nicht so als Locals, sondern man sagt, ja, die haben Alkoholprobleme und die sind arbeitslos und die machen nicht sehr viel. Aber Fakt ist halt, dass die Engländer hier vor 250 Jahren auf die Insel gekommen sind und die Aborigines vertrieben haben, die hier seit Jahrtausenden eben einfach gelebt haben. Ist natürlich ein Wunderpunkt in der Geschichte Australiens. Nichtsdestotrotz ist das ein wunderschöner Ort und wird jetzt halt natürlich dadurch, dass es auch UNESCO-Weltnaturerbe ist, geschützt.
da draußen. Willkommen zu unserem Kochstübchen. Wir sind zurück von Fraser Island oder Calgary und heute kochen wir uns etwas Leckeres. Und damit das Kochen mehr Spaß macht und wir nicht verhungern, gibt es erstmal ein Weinchen. Oh, ein Weinchen, ja, das ist ja ein Weinchen. Dann schenken Sie doch mal ein. Das hab ich schon. Ach, Sie haben da schon was vorbereitet. Prost. Was gibt es denn zu essen, heute Frau Toscano? Heute gibt es Gemüse-Wraps. Gemüse-Wraps. Ach, das hört sich ja super an. Ja, ne? Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, oder? Fangen wir an. Mach ich die Guacca? Du kannst die Guacca machen. Okay. Wow, ich habe ja ganz vergessen, euch zu zeigen, was wir gekocht haben. Gemüse, Pfannkuchen. Mit Guacca. Guacamole. Wein ist auch schon fast leer. Und dann lassen wir es uns heute hier gut gehen. Ach, überall hängt ja was. Auf jeden Fall sagen wir ciao, ciao, Kakao.